wie nach einer Vater-Sohn-Kiste. Von einer Kiste weiß ich nicht. Mein Vater brauchte keine Kiste. Er war auch so groß genug. In manchen Nächten habe ich mich allerdings tatsächlich auf eine Kiste gestellt. Nur um zu sehen, wie es sich anfühlt, so groß zu sein wie mein Vater. Sprichst du von so einer Kiste? Tja. Nein. Aber danke, dass du mich mit diesem zusätzlichen Wissen belastet hast. Papas Liebling, hm? Mein Vater war ein großer Mann. Und ein großer Minigolfer, da bin ich sicher. Yep. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Yay. Genau das wollten wir. Und die Klimaanlage ist aus. Wunderbar. Nur noch dieser Ventilator trennt mich von der Freiheit. Alle hopp, abmontieren. Nehmen kann ich das zwar nicht, aber ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Hilf mal mit, Harvey. Und... Her! Wir sind frei. Nein, er ist kaputt. Aber man könnte einen prima kaputten Hubschrauber daraus basteln. Was zum Geier sollen wir mit einem kaputten Hubschrauber anstellen? Stimmt. Wir brauchen jemanden, der den Hubschrauber reparieren kann. Oder wir versuchen einfach so einen Weg hier rauszufinden. Umso besser. Da draußen gibt es bestimmt eine Menge Leute, die Hubschrauber reparieren können. Hübsche Animation. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcel? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcel vertuscht etwas. Sobald wir heraus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Okay, da tut sich... Und Hulgur sind gegangen. Da tut sich also nichts mehr. Fest. Kriegen wir auch so nicht auf. Ist unbeeindruckt. Da hat irgendwie einer tierisch viel Pech gehabt. Ein Rohr. Die Freiheit von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. War ja klar. Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frottee. Die Freiheit von Unbarmherz. So, ne, das haben wir ja schon probiert.
ja klar. Also nicht funktioniert. Das macht zwar Spaß, aber einer zur Zeit reicht. Ja, das wäre eine gute Idee. Leider sind die Schrauben außen und ich komme nicht dran. Befreiungsutensilien der ersten Stunde. Irgendwann baue ich eine Vitrine für die beiden. Befreiungsutensilien der ersten Stunde. Irgendwann baue ich eine Vitrine für die beiden. Freiheit! Freiheit! Die Freiheit. Zu. Was gibt's? Was meintest du mit diesem Damals-Quatsch? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Konnte ich mich teleportieren? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine... Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exacto, Luigi. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frottee. Ich glaube, dieses Problem werden wir im nächsten Video weiterverfolgen.